Zum Beispiel der Junge da hinter mir auf dem Film, eben habe ich mir eben angeguckt. Das sieht doch so aus, als ob der mich so ein Gott, den er da hinsieht, mich unterordnen will. Und wenn mir gegenüber gar kein Gott ist, weil ich das gar nicht will, dann bin ich der Antigott oder was? Wie schamlos muss man denn sein dazu? Ich verstehe das nicht. Das sind doch die, die gesagt haben, wenn ihr Gott einen Gott nehmen, die hat oder so, dann wollen sie uns umbringen, weil ihr Gott einen zweiten Gott hat. So, jetzt lebe ich aber, und das soll denen ihre Schande sein, die sowas gesagt haben, dass ich lebe. Gott, der so Leute begnadet, fährt bei mir sofort durch, durch dieses Gefühl. Kann nur durch Angst regieren bei mir. Das heißt sonst nichts bei mir. So, Lachen und Ketten, das ist wichtig. Wie das Eintauchen und Untertauchen ist in die Deckung. Ja. Kommen viele nicht durch. Denn hier, dann müssen sie hier unterhaken und nochmal, dann kommen sie durch. So, dafür ist Krankenkontrolle. Auch von hier, der sitzt halt hier, der geht nicht mehr raus. Da, jetzt wieder raus. Krankenkontrolle. Noch ein Rückfalt hier. Da, richtig schön frei. Von oben und unten. Und Genick. Das ziemlich derbe Genick. Kann man prüfen, wenn er kann, Genick ausweisen. Dann hier biegen. Was biegt er denn in seiner Anlegerei? So, und dann mit der gleichen Pause. Zweimal rauf. Kann er in Karate und Kung Fu Hühnertausen zu schlagen? Das ist ein ganz besonderer mit einem großen roten Kopf. Und ein Skorpionstachel. Nicht zweimal mit der Faust nachhauen. Und bei uns in Kerngesau kann man mit der Faust nachhauen. Das ist eine freie Richtung. Tja, weder links noch rechts, noch geradeaus, noch gegenüber. So, von da kann ich immer, bis es ab ist. Und dann prüfen, ob ab ist. Zwischen Dollar treten geht nicht ab. Und von hier jetzt zwischen Dollar treten. Nee, ich geht vielleicht doch ab. Es gibt ein Sprichwort. Ta Mingo. Wann sein Tanzen mint zu tun, bis Yang zu tun. Das ist vielleicht germanisches Mandarin, nicht so wie die Chinesen sprechen. Falls das überhaupt gibt, habe ich mir alles ausgedacht von dem Ding. Aber das heißt, und ich glaube, das hört man auch raus, alle in allen Völkern haben alle Völker, alle Menschen und Familien und Sippen ihr Recht auf ihre Schreine. Auch alle Behörden haben ihre Rechte auf ihre Schreine. Und es gibt es nicht, da nicht gestiftet zu haben. Und fremd zu stiften, würde man dann nochmal anders sagen. Das heißt, fremd zu stiften würde die Frage nach der Wurzel, nach der 12. Frage, das ist die Frage des Hasses. Dazu zum Drachenhorn. Wie jetzt? Wenn die Dinge dann angegriffen werden, dann müssten wir nach diesem Bewusstsein, wenn das Genesis im Johannesevangelium vorhanden ist, auf Chinesisch Jo. Dann ist das nicht genial, sondern eine Lüge.
Und zwar eine unmenschliche Lüge, so wie ähnliche Lügen, die sich ambivalent parallel dazu bewegen. Das hier ist gleich das, so ungefähr. Dann würden wir den Gegenstand so abwehren. Von den 108 Figuren des chinesischen Buddhismus nach Kaiser Wenqi würde man das anders machen. Man würde unterhaken und sich am Untergehaken auflehnen. Und dadurch würde man das rausdrehen. Das geht davon aus, dass man sich mit der Genesis schon mehr befasst hat als mit dem Johannesevangelium und das auch gemütsmäßig überwunden hat und nicht am Johannesevangelium ewig rumtüftelt, um über andere Leute reden zu dürfen. Weil man sich dort in Gnade in falschen Kotau begibt oder so. Das ist eine falsche Weltanschauung. Das ist die Weltanschauung von zerlaufener Präsenz. Im Westen heißt das 666. Auf Mandarin heißt das Kanmingtang, die Halle der Präsenzen. Das ist im Tal der Könige, warum der Kaiser so eine Kugel hat. Und da gab's sowas nicht wie 666. Und hier kann ich bitte nochmal Tür aufhalten, nicht und ja und nein und Küsschen doch und nicht. Die gibt's noch nicht. 100% nicht.